Eine Frage muss ich euch jetzt stellen, ne? Hattet ihr in einem Fernsehformat schon mal Durchfall? Irgendjemand mieft. Irgendjemand mieft. Aber ich weiß nicht wer. Ich war auch nie BHs. Soll ich dir was sagen? Vor zwei auch nie BHs, nie. Nee? Nie. Da ist es keiner, ne? Nee. Ich hab's einmal in der Schule probiert. Ich wollte den Mike schlagen, weil ich in die Sarah verliebt war. Und er wollte mir die Sarah ausspannen. Und dann bin ich auf ihn los. Er hat nur einen Move gemacht. Ich lag auf dem Boden. Also, und bei RTL würdest du mit jemandem schlafen, um in eine große Show zu kommen? Nee, den Part übernimmt jemand anderes. Also, ich hatte einen Chef, der hat mich dreimal befördert in einem Jahr, weil er mir immer auf den Pümmel geguckt hat bei Meetings. Du bist schlau, ne? Ja, die ist echt schlau. Ja. Aber nur in... Please hold for a very important message. Hallo Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier mit Cecilia. Cecilia oder Cecilia? Ich sag manchmal Cecilia. Ja, sagt meine Mutter auch. Aber ich heiße Cecilia. Und der Michelle. Der Michelle. Wir haben heute einen anstrengenden Interviewtag hinter uns. Ja. Danke für deine Gastfreundschaft. Sehr, sehr gerne. Ihr seid immer willkommen. Immer? Ja. Sagt das nicht so oft. Ja, wenn ihr mal... Ja, aber ich war schon richtig frech hier, weil ich mich so zu Hause fühle. Ja, aber Michelle ist auch, die ist auch entspannt. Mit Michelle kannst du da, die ist voll entspannt. Kennst du mit den Leuten, mit denen du im Urlaub fliegst und danach sagst du, nie wieder sind wir Freunde? Nie wieder Kontakt, ne? Ist sie das, so eine? Nein, die nicht. Nee, nein, deswegen. Nicht. Okay, geil. Wir spielen heute eine Runde, wer würde eher? Okay, und wir haben hier drei Namen jeweils, die du mit Kajal mit großer Liebe da drauf geschrieben hast. Kann man die lesen? Ich hoffe doch, oder? Leute, wir müssen es auch immer mit dazu sagen, okay? Ja, okay. Okay, wir fangen an mit wessen Fragen? Deine. Okay. Okay, erste Frage ist, wer würde eher oder wer würde am ehesten? Wie sagt man das? Wer würde eher. Okay, wer würde eher bei Durchfall auf die Straße kacken? Nein! Warte mal, warum denkst du, dass sie das machen würde? Weil es ist einfach so offen, es ist alles scheißegal immer. Ja, aber auf der Hauptstraße oder im Bus? Nee, nur 30er-Zone. Dann sind die Schiene wieder anders. Also, du bist so mutig. Ich habe aber sofort dann nicht hingegen. Warum? Ich dachte so, du musst kacken und dann gehst du kurz. Aber mir ist das wirklich schon mal passiert. Ja, siehst du? Mir ist es auch mal, also nee, so nicht, aber... Doch, wirklich. Und danach habe ich meine Mutter angerufen und wir haben einen Lachanfall gehabt. Ja, siehst du, ich lag nicht. Sie kackt doch mal an ihrem Telefon benutzt. Ja. Oder mit offenen Türen, die redet, weil das mit ihr so. Bist du auch so eine, die so ein Foto offen von deinem Schlüppi schickt, während sie kackt? Nein, oh Gott, wie schön. Nein, so weit auch. Mein Freund und ich machen das immer. So, was machst du gerade? Und so. Ach so, sowas kenne ich. Ja, weißt du, das mach ich jetzt nicht, aber so. Ich kenne auch. Du kennst jemanden, der das macht. Ja, genau. Genau, also ich mach's nicht. Nee, hab ich schon gemacht. Okay, also ich würde... Das ist ein Männerding. Das machen Männer mit der Unterhose. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch bei Durchfall auf die Straße kacken. Aber ganz ehrlich, wenn nicht. Ja. Was willst du da machen? Nee, lieber die Hose kacken. Ehrlich? Wirklich? Also, auf der Straße jetzt nicht, aber kurz im Busch so, kurz rein, also. Schon ein bisschen diskreter. Ja, also jetzt eine Hose, das ist schon. Eine Frage muss ich euch jetzt stellen, ne? Hattet ihr in einem Fernsehformat schon mal Durchfall? Nee. Boah, toll. Nein. Oh, hör auf. Nee, weil du hast Verstopfung, so, du kannst mal vor Kamera, sorry, aber... Das ist voll schwer, das fällt dir voll schwer. Du hast Bauchschmerzen, hast einen dicken Bauch erstmal. Also die ersten drei Tage sind immer hart. Weil, vor allem, habt ihr das mitbekommen, dass letztes Jahr bei I Am The One die eine beim Kacken gezeigt hat? Ja, das war übel. Davor hatte ich ja dann Angst, dass man mich... Aber das Gute, ich wusste, es gibt so viele andere geile Sachen, die zeigen. Weißt du? Okay. Nee, hast du nur bei Prominent getrennt und bei Temptation Island, da hast du Klos ohne Kamera. Oh Gott sei Dank. Aber bei allen anderen Formaten... Ich finde das voll würdelos, tut mir leid. Ich mag das auch nicht. Zweite Frage, wer würde eher so tun, als ob er sie einen Höhepunkt hat? Wir haben Michelle und so. Ja, du auch dich, ne? Weiß ich nicht, es ist sofort in den Kopf gekommen, weil Michelle so schnell Mitleid bekommt und dann so, komm. Okay. Du, das ist irgendwie so, habe ich immer so, die ist halt immer so, der Arme jetzt, ne? Ja, tue ich immer so. Ich will sein Ego nicht kaputt machen. Ja, genau, das ist von Michelle. Und das du würdest das nicht tun, ne? Hast du auch, hab ich auch mal gemacht, ne? Aber eher macht es Michelle. Obwohl ich ihr Sexleben jetzt nicht kenne, so. Aber ich kenne es. Doch, aber. Kenne uns ja gar nicht. Kenne ich gar nicht, aber da würde ich es schon sagen.
Ich könnte es halt gar nicht. Nee. Also wie denn? Ja, das stimmt. Ja, bei auffallen, Mann, ne? Ist es schwierig, ja. Ich habe es probiert, aber nein. Okay, aber es machen viele Frauen, das habe ich mir auf jeden Fall sagen lassen. Ja. Ja, wobei es nicht schlau ist, weil dann checkt er nie, dass er das nicht richtig macht. Ja, das stimmt. Also, Girls, hört auf damit. Ja, hast du recht. Hast keine Orgasmen. Gut, ich habe jetzt was gelernt. Auch. Das ist eine gute Runde gewesen. Danke. Ja, habe ich auch nicht so oft gemacht, aber manchmal ist das so, ne? Meine dritte Frage ist, wer würde eher 4 Tage nicht duschen? Boah, Daniel, nein. Cecilia und Michelle. Ja. Also ich sag mal so, da bin ich schon mal raus, weil ich bin schon 2 Tage nicht, dann drehe ich schon durch. Ja. Warum jetzt ich eigentlich, ja? Weiß ich auch nicht, weil ich mir so denke, wenn du jetzt nur zu Hause hängen würdest, würdest du jetzt nicht duschen gehen, oder? Doch, ich geh mal baden, geh baden. Ach so, ich geh mal baden. Ja, okay. Also aber irgendjemand. Danke. Irgendjemand mieft. Irgendjemand mieft. Aber ich weiß nicht wer. Ich würde es tatsächlich machen, also du hast recht. Also ich nach Bodylotion. Nein, keiner mieft. Sorry Leute, das war nur ein Scherz. Ihr riecht voll gut. Na, aber die denke ich mal, ich muss. Na, die denke ich mal, weil du ein Mann bist und Männer sind ja oftmals nicht so. Ja, genau, deswegen. Hab ich einfach nicht gewählt. Ach so. Weil Männer sind einfach ekliger als Frauen. Oft, nicht immer, aber oft. Ich würde es wirklich tun. Ist, wenn ich krank bin, dann ist es auch geil. Wenn ich krank bin, bin ich zu faul für alles, dann will ich einfach in meinem Bett liegen und krank sein und meine Bakterien um mich herum. Das Ding ist, ich rieche immer so schnell, also nicht, ich rieche schnell was. So, dass ich dann das Gefühl habe, boah, das geht nicht, ne? Und dann sagt man mir, nee, du riechst doch nicht, aber ich rieche das und dann drehe ich. Da muss das sein, okay, verstehe. Deswegen. Ja. Okay. Wer ist die Nächste? Du bist die Nächste. Die kommen dann gleich. Ach so, kommen dann Okay. Ich bin gespannt, ob ihr auch so eklig seid. So, wer würde eher mit einer Frau Sex haben? Boah, ich bin richtig überfordert. Ja, ich würde dann sagen, in dieser Runde wahrscheinlich am ehesten. Achso, oh, okay, echt? Ja, man muss doch mal, ich finde immer, man muss alles ausprobieren. Hast du noch nicht? Nee, habe ich noch nicht. Das ist so, ich glaube aber, wenn ich in Amerika bin, weißt du, dann so findet man nicht, nee, nicht was in Amerika. Aber es darf jetzt keiner sein, den man kennt, so, weißt du? Es muss so einmal so, wo ich sage, ja, das passt ja womit. Warum wäre das schlimm, wenn du sie kennen würdest? Falls das nicht gut ist, dass dann nichts kaputt geht? Nee, aber meine Freunde sind so meine Freunde, von denen ich will ja nichts von Frauen so. Aber es soll so, weiß ich nicht. Also ich kann, nee, es hat nichts mit kennen zu tun. Das wollte ich jetzt nicht mein Freundeskreis sein. Kennst du, hast du denn so einen Typen? Wüsstest du schon, auf was für eine Frau du stehst? Nee, ich würde aber sagen brunett, glaube ich. Brunett? Ist mir ja auch egal. Ja? Ja. Und du? Nee, auf was Michelle raus. Auf was komplett raus. Ganz geil, Michelle raus. Raus. Komplett. Okay. Das heißt, ich finde, Frauen sind meistens das schönere Geschlecht so. Nee. Weil Männer können auch nicht so. Weißt du, Frauen können mehr sich machen irgendwie. Männer sind halt, die schauen halt aus, wie sie ausschauen. So, Punkt. Yeah. Geht so. Habt ihr Harald Glöckler gesehen? Also, es gibt ja auch mal. Ja, das hast recht. Aber was du allgemein meinst, sind Frauen, weil die Brüste, Arsch und so, das sind bei Frauen so schön, können schön geformt sein. Bei Männer ist ein schön geformter Arsch irgendwie nicht so geil wie bei einer Frau. Weißt du, was ich meine? Weiß ich nicht, ob ich dir dazu stimme. Aber ja, okay, schön. Ja, okay, dann bist du der falsche Arsch. Es sind so geile Männer-Ärsche. Soll ich dir mal eins sagen? Amadus Arsch in der Dusche? Ja, okay. Oh mein Gott. Ja, okay. Also, warte mal ganz kurz. Wie heiß finden wir Amadou? Amadou ist heiß. Ist ganz gut aus dem Mann, ja, auf jeden Fall. Ganz heiß, ne? Warum hat sich da eigentlich nichts entwickelt? Boah, das war so. Wir waren eher so auf dieses. Gut verstanden, dann war er direkt mit Isabel, ich war mit Maurice, aber ich finde, vom optischen her habe ich von Anfang an gesagt, Amadou ist der hotteste. Hottester Guy, hottest, ey. Aber er will keine Reichweite, hat er gesagt. Wir driften ein bisschen ab, aber was meint er dann? Ja, also da muss ich zu sagen, bei Amadou muss ich das Schutz nehmen. Amadou ist wirklich einer, weil viele haben es ja auch wirklich kritisiert, ja, muss ja was dran sein. Amadou ist wirklich so, das hat er uns erzählt, wenn er Auto fährt, nimmt er eine Karte. Was für eine Karte? Eine Karte? Eine Stadtkarte? Ja, eine Landkarte. Nein, ja, das glaube ich ihm auch. Das ist wirklich bei Amazon, aber du willst... Amazon. Amazon. Der will
der will das, ne? Der will oldschool sein. Genau. Ja. Und er hat nichts gegen verloren. Der hat auch nichts gegen das Ganze. Das hat er nicht. Das weiß ich nicht, wie er das, ob das so, ob er das falsch rum, also weiß ich nicht, vielleicht sage ich das nicht falsch, aber für ihn ist so, trotzdem soll das nicht, die Instagram soll nicht seine Leben regieren. Okay, verstehe. Und er will das wahre Leben. Genau, ja. Er will das wahre Leben. Okay. Und damit muss seine Frau klarkommen, ne? Michelle hat da sofort gesagt, nein. Ich habe auch gesagt, würde ich auch nicht. Eigentlich, aber andererseits, ich finde das sogar super. Ja, ich finde es auch immer geil. Er genießt das. Ja, verstehe ich auch voll, aber zum Beispiel, wenn es mit Partner wäre und dann ist er den ganzen Tag unterwegs mit seinen Freunden zum Beispiel, kann man nicht schreiben, weil er kein Internet hat, wie durchdrehen. Das ist das, was mir, ja, das. Aber das, dann kannst du ja ein Ortungsgerät an ihm befestigen. Ja, genau. Ja. Ja. Okay, nächste Frage. Wer würde eher bei Adam sucht Eva mitmachen? Ich glaube, der wird jetzt so, ne? Zaniel und ich hab Cecilia. Warum denkt ihr das? Ich weiß nicht, weil ich komm. Oh, ja, ich so, auch nicht. Ja, locker. Also ich glaube irgendwie schon. Ja, ich auch. Ja, was du sagst. Wie viel Geld müsste man dir bieten, dass du ja sagst? Ich schwöre eine Sache, ne? Ich würde nichts aufgrund des Geldes machen. Mhm. Ich habe auch YouTube nicht angefangen deswegen, sondern weil ich einfach Bock hatte, Menschen zu unterhalten. Ja. Deswegen, darum ging es gar nicht. Ich würde es auch so machen. Weil ich habe auch mal überlegt, ich wäre voll gerne Pornostar. Als ich Single war und nicht so viel Sex hatte. Weil ich so dachte, ich liebe Sex und ich wäre auch Pornostar. Siehst du, wir sind richtig. Ja, wir kennen uns gar nicht so lange, aber es ist wie eine Ähnlichkeit. Ja, ich habe wirklich meine ersten, das erste, was in meinem Kopf ging, nehme ich dann auch mal. Ja. Ich würde dich natürlich auch mitnehmen, ne? So, ich würde das für euch auch klar machen, dass ihr auch mit dabei sein könnt. Das ist nett von dir. Das wäre richtig. Komischerweise, das wäre nichts für mich, weil ich sage auch als ein Grund, nackt sein, ich liebe nackt sein, alles super. Ich möchte mich aber nicht nackt daten. Verstehst du? So nackt da so sitzen und dann so, ja. Das wäre nicht so, okay. Das will ich nicht, weil ich fühle mich dann auch nicht. Vor allem zieht sich ja auch jeder nackt. Ja. Nee, also das muss eine dir nackt kennen. Nee. Bei dir hätte ich es halt gedacht, weil du so häufig auch ohne Bra unterwegs bist. Ja, das stimmt. Das sagen auch viele. Das ist auch voll der Model-Look, ne? Das weißt du aber, ne? Ich trage auch nie BHs. Soll ich dir was sagen? Ich trage auch nie BHs, nie. Nee? Nie. Da ist jetzt keiner, ne? Nee. Aber bei mir ist es auch so, früher hättest du mich das vor 3 Jahren, wo meine Schwester mit angefangen hat, nee, ohne BH kann ich mir nicht vorstellen. Also sie hat angefangen? Ja, sie ist da voll, die ist voll so. Mhm. Und ich so, was? Und irgendwann fing ich auch an, weil ich dachte, mit kleinen Brüsten sieht das nicht gut aus. Doch. Aber ich lieb's, ich lieb's. Das ist voll der Model. Nein, ich finde, mit allen Brüsten schaut es eigentlich gut aus. Ja, weil es ist einfach ästhetisch. Ja, so außer, also... Ja, okay, nicht bei jedem vielleicht. Ja, bei mir ist es halt so, bei mir sieht man halt immer Nippel. Du machst das auch. Bei dir ist es halt so, man weiß es nicht, weil du hast ja nicht so wie bei mir. Ich habe immer Nippelalarm, immer. Meine stehen ja. Man nannte mich ja immer auch bei Aito Spitznippel oder so, irgendwie so, weil man immer... Aber ich fand es ja auch nicht mal schlimm, weil bei mir, die stehen ja ständig, ne? Das ist ja so, ich muss die dann manchmal beruhigen. Ey, komm, ist alles gut. Also so, nicht ne? nur bei Kälte. Ja, ist es ständig. Immer. Okay. Komm schon, mir gar nicht. Also bei mir nur bei Kälte oder so. Bei mir ständig. Ja. Vielleicht bin ich dauergeil, keine Ahnung. Das ist ja schön. Ja. Aber es ist einfach ein bisschen noch ästhetischer als... Ja, aber ist das bei euch, falls das nicht zu viel gefragt ist, ist das eine sensible Stelle? Manche können ja gar nichts damit anfangen. Bei mir muss ich sagen, ist keine sensible... Also wenn jetzt da jemand so leckt und so, ist das so... Lieber Füße. Es ist sensibel, aber ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Ich hasse es auch, wenn mir mit drum macht. Okay. Ich habe keine Probleme, es ist nichts, es geht nichts da. Geht nicht so. Also spart euch die Mühe, Jungs. So, wer würde eher fremd gehen? Uiuiui. Oh, nee, Leute. Oh, das ist schwierig. Da muss ich. Frech, das ist wieder frech. Das ist ja ganz gut. Ich mach schon gute Fragen, ne? Ich will es jetzt einfach machen. Zahne. Wisst ihr was? Guck mal, ich hab's nur gesagt. Warum denkt ihr das? Also nicht, dass das, du rüberkommst, als ob du jetzt ein Fremdgeher bist, gar nicht. Das ist vielleicht, weil ich Michelle kenne und bei mir, wir wissen ja beide, wie sich das mal an. Und bei dir war es jetzt so... Ich bin halt neu dazugekommen, ne? Das ist so wie der Anfangscast von Ex on the Beach, irgendwie so Ton angegeben. Aber das ist auch ein bisschen so, ja genau. Das ist so ein bisschen so ein Vorurteil, was man so Homosexuellen gegenüber hat, weil die sind ja so offener, was Sex angeht. Und das ist so, weißt du, so lockerer, das sagt man ja oft. Und habe ja auch oft das Gefühl bekommen, ich kenne ja auch mehrere. Und dass die ein bisschen, soll man sagen, nicht so steif sind, also wie Heteropaare zum Beispiel. Ich weiß es mal. Also 9 von 10 verheirateten Gay-Paaren, die ich kennengelernt habe, waren offen. Ja. Tatsächlich. Deswegen ist es so, das ist ja. Also wir sind monogam, aber ich habe das jetzt nur gewählt, weil ich schon mal in meinem Leben fremdgegangen bin. Okay. Und da nicht stolz drauf bin. Ja. Aber bei euch beiden, also bei dir glaube ich es nicht.
Weil ja. mit Gigi, nach Gigi und ja. so weiter. Und dich würde ich auch nicht so einschätzen, weil du so straight bist einfach und ja. so. Ja, bei mir ist das wirklich so, wenn ich Scheiße baue und ich würde fremdgehen, ich komme nach Hause. Also mein Ex-Freund wäre so gewesen, was ist passiert? Der hätte mir das ins Gesicht angemeldet. Also der wusste immer, wenn ich lüge, sagt mhm. der, du lügst gerade. Mhm. Also bei mir siehst du alles. Deswegen, es bringt nichts fremd zu gehen bei mir. Sonst, ich komme nicht nach Hause. Ich komme nicht nach Hause. Und das ist wirklich so, ich komme nicht nach Hause. Ist sie jetzt fremdgegangen oder wurde sie umgefahren? Wirklich, ich komme nicht mehr nach Hause. Das wirst du sehen. Das geht halt einfach nicht. Deswegen, also, nee. Ja. Okay, Mensch, cool. Schön. Ja, da bin ich der Fremdgeher ab jetzt, Leute. Ja. Mhm. Perfekt. Oh. Das wollen wir doch. Okay. Das macht Spaß, ne? Ja, aber ich schon. Ich hab das Spiel, das Spiel gar, bis wir das Spiel gar nicht angefangen haben, ist nicht gecheckt. Ne? Ich dachte, das ist anders. Worum geht's, ja. Okay. Wer würde eher mit jemandem schlafen, den man eigentlich gar nicht mag? Boah, ich habe jetzt mich selbst genommen. Ja, ich war so zwischen uns beiden. Also wir haben Cecilia und Michelle. Ja, ihr wart zwischen uns beiden. Also ich muss dazu sagen, mir ist es halt schon passiert, ne? Es ist halt so, da wo ich mich heute frage, warum Cecilia? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es. Das ist so, boah, das regt mich auch selber auf, aber es waren Situationen, ich wollte es nicht, aber dann ist es passiert. So, okay, vielleicht ist es danach besser, ich weiß es nicht. Das magst du noch mehr. Nee, eben deswegen, wie ich mir dann gedacht habe, cleveres Denken, ist mir vorgeschossen, mit einem Ex zu schlafen, ist ja, du magst deine Ex ja eigentlich nicht mehr normalerweise. Ja, ja, okay, stimmt. Deswegen. Ja, und da bin ich klug. Eher so, dass ich mit einem Ex schlafen ja. würde, als sie. Sie ist eher weniger so mit Ex schlafen. Ja. Das bin wir aber bei mir ist es halt schon passiert bei Leuten, mit denen ich nicht mein Ex war. Ja, bei mir aber auch. One-Night-Stands. One-Night-Stand hatte ich noch nie. Hatte ich noch nie. Es gab halt auch wirklich Situationen, dass ich mit denen einen Monat mich getroffen habe und ich die ganze Zeit dachte, hä? Bin ich einsam? Oder was? Also keine Ahnung, das war alles schon lange her, so weißt du? Aber da ist das so Situationen, wo ich mir so denke, das sind dann so Sachen, man denkt sich dann so, ja, aber er ist nett. Oder besser oder wieder ist, nicht, als ja, wieder nicht. Ne? Genau. Ja. Nee, aber generell würdest du dir wünschen, dass du es nicht mal machst? Ja, auf jeden Fall. Ist mir auch nicht passiert mehr. Wir reden von Jahren, ne? Wir reden von Jahren. Ja. Wir sind jetzt erwachsen geworden und machen nur das, was wir wollen. Genau, ich war aber naiv. Nee. Und bei dir war es mit dem Ex? Ja. Michelle. Hast du überhaupt mal mit jemand anderem was gehabt, außer mit Gigi? Das kommt mir immer so vor, als hätte er so Eigentumsrechte. Nein, also fast nichts. Ja. Ich muss sagen, es gibt fast nur ihn. Okay. Ja. Aber ja. Ich wollte mal fragen. Willst du mal Bodycount wissen, oder was? Nein. Du kannst auch schon wissen. Das war sogar prominent getrennt. Ja, prominent getrennt habe ich. Wie viele Männer sie hatte? Entweder zwei oder drei. Ja, drei. Drei, ne? Mhm. Dein erster Freund? Mhm. Gigi? Und Lorik? Nee. Denise. Wir müssen darüber reden. Den dazwischen zwischen den beiden. Weiß das keiner? Ja, weil sonst ist er ein toter Mann, ne? Gigi weiß es. Ach, Gigi weiß es? Okay. Ja. Ich frage es an die Kamera. Was glaubt ihr, wer es ist? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Schreibt doch drunter. Ich werde tatsächlich lesen, weil wenn ihr es so richtig habt, dann sage ich. Okay. Und du, wie viele hattest du? Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber warte, Leute, ich bin nicht so jemand, der prahlt damit, ne? Nee. Weil es waren jetzt auch nicht unfassbar viele. Mhm. Ich hatte zum Beispiel auch mal nach einer Trennung 14 Monate nichts. Mhm. Aber okay. Es gab auch Zeiten in meinem Leben, da habe ich einmal die Woche gerne ein Grindr-Date gehabt. Aber ganz ehrlich, man muss ausleben. Guck mal, ich sag euch eine Sache. Lasst euch niemals von einem Mann einreden. Das hab ich mir auch. Ja, wenn man so feed oder sonst. Ich war mal in einer Zeit verschlossen. Ich konnte nicht wissen, was ich mag. Jetzt weiß ich mag, wenn ein Mann meine Füße mag. Das wusste ich vorher nicht. Und ja. Und dazu stehen wir einfach. Ja. Ja? Ihr müsst nicht alles im Fernsehen sagen, genau. Aber vieles. Ja. Mir ist es halt wichtig, schon eine Connection zu haben. Ich kann keinen One-Night-Stand haben. Das ist aber nicht, weil ich das schlimm finde, aber ich kann das nicht. Ich brauche so eine Connection. Ja, ist doch auch legitim und intim. Genau. Ja. Legitim und intim. Nächste Frage. Nächste Frage. Eine haben wir noch, ne? Nee, zwei. Oh, wow. Wer würde eher im Gefängnis landen? Boah, ich glaube, ich weiß es. Okay. Also wir haben Michelle, Cecilia und Sally. Das ist jetzt lustig.
lustig. Das haben wir noch nicht. Das ist okay. Lustig. Ich sag, warum ich Michelle sage. Ja. Weil ich denke, wenn sie nochmal mit Gigi irgendwo landet vielleicht oder irgendwo so was passieren würde, wenn die Scheiße, könnte ich mir vorstellen, die könnte da deswegen im Gefängnis. Also was mit Gigi zu tun hat, kann ich mir vorstellen, dass sie, ja, also wo wirklich die Dinge benutzt, gegen seinen Kopf wirft. Oder halt die Schnauze! Wirklich, halt die Schnauze! Wirklich, auch okay, wenn man es nicht denkt, dann lass mal Gigi, ja, kann ich mir denken, dass Gigi könnte es schaffen, dass Michelle im Gefängnis kommt. Ja, ich glaube, es bist du. Bei der Wiedersehensshow mit Ricarda, um ehrlich zu sein. So. Meinst ja, du? Das könnte passieren. Ich freue mich sehr auf den. Nee, also, ich sage ja immer so, eins bei mir ist es immer so, wenn, wir waren letztens auf der Veranstaltung, haben sich welche geprügelt, ne? Du musst, ja. Ich bin ja so dann, ne? Weil Prügelei war schon immer so bei mir. Will sie? Ja, willst du mitmachen? Nein, ich zitter. Ich habe Panik. Mädchen, was ja, du gemacht hast? Ja, ich habe die auseinandergehalten. Weil für mich ist auseinandergenommen. Das, als, ja, nein, die, gehalten. Die dünne kleine Cecilia kommt daher, lernt sich zwei so Monster prügeln. Sag mal, ich wollte einfach nur den retten, weil der eine, das sah so aus, als ob er keine Luft mehr bekommt. Und ich habe Panik bekommen. Du hast meine soziale Arbeit. Ja, aber das Problem ist, danach habe ich mir gedacht, warum habe ich mein Leben für diese Männer? Das hätte auch schief gehen können. Wer seid ihr eigentlich? Danach habe ich wirklich gedacht, was habe ich mir dabei gedacht? Und dann haben auch welche anderen gesagt, bist du krank? Weil, ja. Aber es war so, also Prügelei ist für mich, bin ich raus. Ich hasse ja, das, ne? Ich habe auch richtig Rede Angst. Lieber mit dem Mund, schrei ja. Oder sonst nichts. Aber bitte, weil ich kenne das auch, mein Vater ist sehr temperamentvoll. Aber die Hand gehoben hat der bei uns nur mit dem Glück. Nie, weißt du? Ja. Das kenne ich halt einfach nicht, ja. Ne? Und das ja. Ist so, boah, nee, da habe ich auch, da muss ich sagen, da fange ich an, mein Körper wird dann ja, zu ja. Ich auch, ich habe da voll die Blockade. Ja. Auch als wir hatten einen homophoben Angriff, ich habe noch nicht gesagt, was passiert ist, ich wollte das nochmal in einem anderen Video sagen, aber ich war der Einzige, der nichts machen konnte. Ich war richtig gelähmt. Ja, ich kann dann einfach nicht. Mhm. Ich habe es einmal in der Schule probiert, ich wollte den Mike schlagen, weil ich in die Sarah verliebt war und er wollte mir die Sarah ausspannen und dann bin ich auf ihn los, er hat nur einen Move gemacht, ich lag auf dem Boden. ich bin so richtig geschädigt. So. Ich war so. Aber so, ich sag, okay, gut, dann kannst du sie haben. Und dann wurde ich schwul. So, also. Das ist der Grund. Sarah wird sich jetzt so freuen. Wir sind immer noch befreundet. Oh, schön. Mhm. Oh, schön. Ich sehe. Sarah und Mike haben jetzt drei Kinder. Nein, Spaß haben wir nicht. Das wäre geil. Ja. Das wäre schön. Warum ich habe dich gewählt, weil du so frech bist. Bin ich? Ja. Also nicht zu uns, aber zu allgemein, du bist frech, du sagst, was du denkst und so. Mhm. Und vielleicht sagst du mal was Falsches und dann passiert irgendwas. Also lustigerweise, wir werden jetzt nicht sagen wer, aber wurde mir in dieser Woche sogar damit gedroht, dass man mich anzeigt. Na, also eventuell wird diese Anzeige ja wirklich stattfinden und dann lande ich im Knast. Schön. Ja. In Deutschland hat man ja... wenn du... Ja, das ist ja egal. Aber manchmal frage ich mich, in Deutschland ist sowieso... läuft hier manchmal... So mit Knast so für Dinge und für die, die es verdient hätten. Ja, ne? Ja, genau. Also so. Da denke ich mir so, wow. Deutschland schon mal. Aber ich finde, wir sollten in unserer Branche die Dinge nicht zu ernst nehmen. Weißt du, dann haut man da mal was raus und da mal was raus. Natürlich, Mobbing geht nicht und so weiter. Ja. Aber ich finde, wenn man Teil dieses Ganzen ist, sollte man ein bisschen entspannt sein. Ja, auf jeden Fall. So, wir sitzen ja auch hier. Ja, das ist das. Und wir auch. Ja. Hätte ich auch nie gedacht, dass wir na, alle da sitzen. Ich auch nicht. Wir hassen genau. Uns alle und sitzen auf. Als ich sie auch gegrüßt habe, dachte ich mir auch. Wo ich Gigi dachte, oh Gigi! Ich war so auch voll der Fan von Gigi. Ich so, wer ist die eigentlich? So, am Anfang, wo ihr fahrt, ist sie da drin, ist warum nicht getrennt, gell? Weil ihr kurz davor von jemandem alle Inside-Informationen bekommen. Und dann ich so zu meinem Management, ich so, was soll denn das sein? Hm. So. Aber ich glaube, ihr auch so. Ich so, okay. Okay. Ich so, was haben wir jetzt Besonderes gemacht? Ups! Okay. Und dann hat sie voll genervt, dass der Chichi mit dem Cocky so eng war dann. Ich so, die jucken mir aber nicht. Ja, und ich so, und dann ist so, Cocky, eigentlich wollte ich die wählen. Nein! Chichi will hier nicht! Ich so, das gleiche heißt Cocky, wenn wir das. Das war so, okay. Dann waren wir uns gezwungen, dann warst du noch angefreundet. Ja, ja, und jetzt so, ist halt so eine PR-Freundschaft. So, ne? PR-Freundschaft, ja, genau. Wir sind nur so befreundet. Eigentlich mögen die sich gar nicht, ich hab das schon gemerkt. Die ist doch seit einer Woche hier, ich weiß nicht. Weil meine deine Mutter, Mama immer ja. So einen netten Kaffee macht. Ja, genau. Meine Mutter will die immer hier haben. Ich hab keinen Bock. Ja, meine Mama bringt keinen Kaffee ins Bett, ne? Aber deine Mutter ist trotzdem toll. Ich mag ihre Mutter, ich hab die kennengelernt, ihre Eltern. Ja. Die sind echt herzlich. Was das krass ist,
dass sie ja die einzige Person auf der Welt ist, mit der ich so lange telefonieren kann zum Beispiel. Weil wir wohnen ja länger voneinander entfernt. Wir können uns ja nicht dauernd treffen zum Quatschen. Ich glaube, wir telefonieren 8 Stunden am Stück. Boah. Wir gehen manchmal, wir reden nicht. Wir reden dann einfach manchmal nicht. Ich mache was anderes. Ich rufe Fernsehen. Sie ist dran. Sie ist dran. Das ist krass. Das ist krass. Nächste Frage. Ihr scheint richtig busy zu sein in deinem Leben, ne? So. Boah, also sonst haben wir auch viel zu tun. Deswegen, wieso antwortest du mir immer 2 Wochen nicht? Weil du an der Leitung bist mit ihr. Ja, das ist wirklich, ja. Okay. Die Antwort ist wirklich nicht. Okay, so, letzte Frage. Mit dem wer würde eher mit dem eigenen Chef flirten, um Vorteile draus zu ziehen? Den. Okay. Also was haben wir? Saniel, Cecilia. Okay, da würde ich jetzt mal wissen, was auch warum ich. Ich kann nicht mal flirten. Ich bin so ein Bauer. Ich so, auch. Ey, ich bin wirklich. Ich wollte flirten, weil mit so einem Kellner musste meine Schwester mal sagen. Und dann hatte ich die Latte Macchiato und ich so. Und dann ich so. Ich war so nervös, da kam das mir aus der Nase raus. Mein Latte Macchiato mir fast umgekippt. Ich so. Und meine Schwester nur so. Boah, du bist so peinlich. Also flirten kann ich einfach nicht. Das, wenn ich jemanden gut finde, es klappt nicht. Und wir müssen mit dem Schlafen auf Arbeit rauszuziehen. Nein, auch nicht. Das aber wenn ich meinen Chef toll finde, dann. Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir. Ja, das er. Aber wenn ich jemanden richtig gut finde, dann bin ich schon so, boah. Also und bei RTL würdest du mit jemandem schlafen, um in eine große Show zu kommen? Nee, den Part übernimmt jemand anderes. Nee, also Sex mache ich nur, wenn ich Bock habe. So. Jetzt, die neue Cecilia. Ne? Nee, aber so, also so fairmäßig, nee, so ne, aber... Sex ist doch was Tolles. Ja, ist es auch. Aber wenn es dann noch ein Benefit gibt... Sex ist was Tolles, ne? Wenn es ein Benefit gibt, warum nicht? Aber warum hast du dich selber gewählt eigentlich? Ja, genau. Weil ich immer, wenn ich einen schwulen Chef hatte, alle Karten ausgereizt habe. Also ich hatte einen Chef, der hat mich 3-mal befördert in einem Jahr, weil er mir immer auf den Pümmel geguckt hat bei Meetings. Und dann habe ich immer noch extra so Dinge gemacht, genau so. Immer wenn ich wusste, Meeting-Tag, warum nicht? Ja, so und das ist mir so Boden gefallen. Aber so einmal ist mir auch, ich glaube auch, weil manche mich immer gefragt haben, wie hast du deinen Führerschein geschafft? Keine Ahnung, wie hast du dein Abi getan? Keine Ahnung, aber ich sage, alles ist überhaupt nicht schlafen. Bei Abi war es wirklich so, reden, ihr müsst diskutieren. Ich habe immer diskutiert, das hat irgendwie, die haben vielleicht Mitleid gehabt, komm, raus, sonst haben wir die was ihr Abi gemacht habt, ihr habt geheult. Ich hab geheult. Ja, aber okay, du bist echt klug. Also hättest du jetzt kein Abi geschafft, dann weiß ich auch nicht. Naja. Was ist das? Ich dachte mir immer so, Michael, ich brauch kurz deine Klugheit. Kannst du mir das und das beantworten? Oder hilf mir mal. Wenn du auch so gerade, wo du sie gefragt hast, ist das richtig oder so richtig, dann weiß man wirklich, ja, okay, das stimmt. Du bist schlau, ne? Ja, die ist echt schlau. Ja. Aber nur in so also Allgemeinwissen sonstig, aber so im Leben, so mit Dings, da ist die manchmal, denke ich mir... Okay. Ihr ergänzt euch voll gut, ja, ne? Ja, wirklich. Du bist der Beziehungsbro. Ja, wirklich. Aber, und die ist so intelligent mit so vielen Sachen und die ist aber so mit Beziehung. Aber sie hat ja auch Meeresbiologie studiert, ne? Ich hab, oder? Jura und was? Psychologie. Medizin, nee. Medizin. Beides halt, ne? Ich tue mal nur so, als wenn ich zuhören würde. Aber mein Papa ist Arzt, deswegen habe ich eigentlich nie Medizin übernommen im Kopf. Was für ein Arzt? Mama-Diagnost. Boah. Krass. Deswegen ja von ihm eigentlich bestätigt. Mein Vater arbeitet bei DHL. Das ist auch krass. Aber auch gut. Ja. Nee, aber schau. Und meine Mama, die arbeitet auch jetzt mit mir. Die arbeitet zusammen, ne? Ja, die sind zusammen. Vorher hat sie in der Gastro gearbeitet, Friseurin war sie auch. Mhm. Aber ich war Friseurin. Aber schon früher, wenn der Mann einen Doktortitel gehabt hat, hat er die Frau das annehmen dürfen, den Doktortitel. Geil. Und du als Tochter dann auch? Ja, genau, deswegen. Ich bin eigentlich fast Doktor. Doktor ja. Danjo, könntest du mich nennen. Also ich habe mal mit dem Arzt geschlafen und habe jetzt auch ein bisschen was von ihm. Boah, toll. Ja, ne? Also, was hab ich? Du schaffst das noch. Ja. Wir glauben an dich. Leute, danke schön für dieses Video. Das war schön, ne? Ich hoffe, euch ist auch gefallen. Ja, lass uns regelmäßig treffen. Ja, wirklich. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. So, und jetzt raus hier.